Liebe Freunde des Kopfbahnhofs, der Widerstand gegen Stuttgart 21 hat viele Facetten. Auf den Montagsdemos hören wir immer wieder von Neuem. Von mir hören wir heute etwas übers Betroffensein als Grundstückseigentümer, der von einem der Tunnel unterfahren wird. Ihr hört von einem, der sich als Konsequenz aus der Untertunnelung mit Teilenteignung konfrontiert sieht, dem die Bahn Vermögen klaut. Zum Wohle der Allgemeinheit, wie es heißt. Spätestens da kann man zum Gegner dieses Projektes werden. Aber keine Sorge, meine Gegnerschaft ist schon älter als 15 Jahre und ich war einer der ersten Unterstützer von K21. Als anno 2007 händeringend ein neuer Namen für S21 gesucht wurde, habe ich dazu auf der Seite der K21-Unterstützer einen tollen Vorschlag gemacht. Leider kam dieser hohen Vorschlag bei den Verantwortlichen nicht an. Mein unten durch 21, das die Akzeptanz in der Bevölkerung mit beschreiben sollte, setzte sich gegen das Herz Europas nicht durch. Wenn ich heute als Vertreter der Netzwerke Stuttgart zu euch spreche, so tue ich dies als einer von vielen hundert von der Untertunnelung betroffenen Grundstückseigentümer und Anwohner, die sich zu Netzwerken zusammengeschlossen haben. Kernerviertel, Kielsberg und Umgebung, Gartenberg, Untertürkheim, Wangen und weiter. Ja, die Bahn will bei uns unten durch. Und dazu braucht sie unsere schriftliche Einwilligung. Und wir, die Eigentümer, sagen laut und vernehmbar, wir unterschreiben nicht. Dieses Nein haben auch einige Eigentümer innerhalb der Netzwerke gesprochen, die sich mit Stuttgart 21 arrangiert haben. Sie sind mit den 97% S21-Gegnern in den Netzwerken einig, dass sie sich von der Bahn nicht auf der Nase bzw. auf ihrem Grundstück oder ihrer Eigentumswohnung herumtanzen lassen wollen. Worum geht es? Worum geht es? Ganz sicherlich darum, dass Herr Grube und Herr Käfer auf unseren Grundstücken tanzen wollen. Solches würde nicht einmal das allgemeine Eisenbahngesetz erlauben. Was dieses Gesetz aufgrund eines Planfeststellungsbeschlusses aber erlaubt, ist die Nutzung des Grundstücks, das uns ja bis zum Erdmittelpunkt gehört, die Nutzung in Form der Unterfahrung mit einem Tunnel, einem Stück von diesem 60 Kilometer Tunnel unter unserer Stadt. Und dieses Nutzungsrecht wird als Dienstbarkeit ins Grundbuch eingetragen, was so viel heißt, die Bahn ist Miteigentümer, wenn sie unten durchfährt. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass mit dem Planfeststellungsbeschluss eine Veränderungssperre gilt. Das heißt, dass Verfügungen über ein Grundstück oder erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentliche wertsteigernde sonstige Veränderungen ohne Genehmigung der Enteignungsbehörde nicht vorgenommen werden dürfen. Das eben war eine wörtliche Formulierung aus dem Enteignungsgesetz. Ja, wir reden von Enteignung. Wenn wir den Vertrag, nachdem wir der Bahn die Unterfahrung gestatten sollen, nicht unterschreiben, hat dies vor allem zwei Gründe. Erstens,
dass die Entschädigung, die die Bahn anbietet, unangemessen und geradezu lächerlich ist. Sie ist meilenweit von dem entfernt, was die Wertminderung durch die Verschmutzung des Grundguts ausmacht. Zweitens, dass die Bahn keine Haftungsgarantien im Falle von Schäden an unserem Eigentum, der Wohnung, dem Haus, dem Grundstück geben will. Dieser zweite Grund steht für uns absolut im Vordergrund. Schadensrisiken, die aufgrund von Unsicherheit des Baugrunds als Folge der Untertunnelung bestehen, müssen abgesichert werden. Klare Ansage, hier muss die Bahn haften. Und sie muss dort bauwerkssichernde Maßnahmen vornehmen, wo sie im Vorfeld in ihren eigenen Stellungnahmen kritische Verhältnisse ausgemacht hat. Dass das gemacht werden kann, zeigen die Vereinbarungen mit der LBBW und Steinmach. Dort werden im Vorfeld diese Maßnahmen ergriffen. Faktisch sind wir mit Bestand des Planfeststellungsbeschlusses nicht mehr alleiniger Herr über unser Eigentum. Richtig deutlich werden die Konsequenzen dieses unten durch mit der förmlichen Enteignung. Wie geht das? Das Verfahren der Enteignung geht so. Wenn zwischen dem Betroffenen, also zum Beispiel mir, und dem Träger des Vorhabens, also der Bahn, keine Einigung zustande kommt, stellt die Bahn den Antrag auf Enteignung und, damit sie bauen kann, auch auf vorzeitige Besitzeinweisung, bevor das Enteignungsverfahren abgeschlossen ist. Die für den Antrag zuständige Behörde ist das Regierungspräsidium. Nach einer Anhörung und einer öffentlichen Bekanntmachung lädt sie zur mündlichen Verhandlung, die nicht öffentlich ist. Dazu sei wieder aus dem Enteignungsgesetz zitiert: Die Enteignungsbehörde, also das RP, hat dabei auch eine Einigung zwischen den Beteiligten hinzuwirken. Und weiter: Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet die Enteignungsbehörde über den Enteignungsantrag und die erhobenen Einwendungen. Oder SSB-Tunnel. Wir haben die Phase gerade erreicht. Die ersten Betroffenen werden zum RP geladen, mündliche Verhandlungen. Und zum Verfahren der vorzeitigen Besitzeinweisung. Die Enteignungsbehörde kann die Bahn, die einen Enteignungsantrag gestellt hat, soweit die sofortige Ausführung des Vorhabens aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit dringend geboten ist, in den Besitz einweisen. Die Bahn wird Mitbesitzer. Laut § 38 des Landesenteignungsgesetzes darf der Eingewiesene, also die Bahn, auf dem Grundstück das in dem Enteignungsantrag bezeichnete Vorhaben ausführen und die dafür erforderlichen Maßnahmen treffen. Bananenrepublik! So einfach geht das. Das nicht nachvollziehbare Wohl der Allgemeinheit nimmt uns Teile unseres Eigentums. Das ist das Empörende an diesem Projekt. Wenn dieses Projekt doch irgendeinen Sinn gäbe, würde man dieses Allgemeinwohl ja respektieren. Das Schlimmste daran ist doch, die Risiken, die wir Grundstückseigentümer tragen,
sind deshalb so groß, weil die Bahn Tag für Tag beweist, dass sie es nicht kann. Dass sie es nicht kann. Miese Planung, schlechtes Gesamtmanagement, unzuverlässige Gutachten, untaugliches Grundwassermanagement, unbrauchbares Brandschutzkonzept, ignoranter Umgang mit den Erfahrungen von Staufen und mit Turmgründungen, billige Lösungen, vor allem für die Tunnels. Und das alles mit der Perspektive einer horrend teuren Schlussrechnung. Für diesen Murks sollen wir bluten. Nein. Doppelt. Am Ende auch wieder als Steuerzahler. Drum kann es nur heißen, nicht unten durch, sondern oben bleiben. Ein Nachsatz. Die Netzwerke, für die ich jetzt hier gesprochen habe, haben eigene Kandidaten für die Bundestagswahl. Danke.